Hi. Hi. Ich bin Lars. Ich bin Ulrike. Ich bin Caro. Ich bin Juliane. Und ich bin Konstantin und wir alle sind Teil des Graduiertenkollegs des Projekts Schulsport 2030. Wir sind NachwuchswissenschaftlerInnen aus unterschiedlichen Instituten hier an der Sporthochschule in der Postdoc- und Promotionsphase. Das Kolleg fördert den systematischen und wissenschaftlichen Austausch im Rahmen der drei Teilprojekte Motivation und Bewegungsförderung, Umgang mit SportlehrerInnen, Stress und Heterogenität und Inklusion. Wir schätzen am Graduiertenkolleg die Unterstützung auch in herausfordernden Zeiten. Die gemeinsame Teilnahme an Weiterbildungen. Und das Feedback von anderen. Den gemeinsamen Austausch unter NachwuchswissenschaftlerInnen. Die Möglichkeit, sich zusammen auf Tagungen vorzubereiten. Die Zeit als Nachwuchswissenschaftler ist sicherlich eine Zeit mit vielen Höhen und Tiefen, aber insgesamt eine unfassbar erlebnisreiche Zeit und es macht sehr viel Spaß, sich intensiv in ein Themengebiet einzuarbeiten. Mein Arbeitsalltag sieht dabei ganz unterschiedlich aus. Ich arbeite in einem Projekt und schreibe an meiner Promotion oder stehe auch mal im Labor und mache Testungen. Es ist ganz viel Verschiedenes dabei. Mich fasziniert an dem Arbeitsbereich Forschung insbesondere der Ehrgeiz, Wille und die Überzeugung von Wissenschaftlerinnen. Viele arbeiten Tag und Nacht durch und geben ihr Herzblut und Schweiß für ihre Forschungsprojekte. Das fasziniert und inspiriert mich. Mein Plan war es definitiv nicht, von Anfang an Wissenschaftler zu werden. Ich bin nach dem Studium wirklich erst in die Schule gegangen, habe einige Zeit an Schulen gearbeitet und dann hat mich wirklich das Projekt Schulsport 2030 angesprochen, weil ich den Schulsport nach vorne bringen möchte. Die Spur macht für uns besonders beispielsweise das gemeinsame Miteinander. Die Leidenschaft für den Sport. Der Campus im Grün. Und zusammen Sport zu machen. Wenn ihr auch in die Forschung wollt, dann würden wir euch empfehlen, zunächst Praktika vielleicht zu machen, wenn ihr euch für bestimmte Themen interessiert, vielleicht Institute oder bestimmte Dozierende anzusprechen, vielleicht als Hilfskraft in den Instituten zu arbeiten, um schon mal einen Einblick in bestimmte Forschungsbereiche oder auch Projekte zu bekommen. Wir wünschen euch fröhliche Weihnachten.